Und damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Und wir machen uns auf dem Weg zum letzten Schrein, / zum letzten Koloss. Jetzt befinden wir uns natürlich an dem letzten Schrein, in dem wir gebetet haben, wo ich halt ein bisschen, wo der mir halt so ein bisschen entgangen ist. Und zwar dieser hier oben, wo mein Pfeilchen drauf ist. Sonst haben wir eigentlich alle Schreine gefunden. Alle Altare sagen wir auch dazu. Einige sagen Altare, ich sag Schrein. So, jetzt müssen wir natürlich den ganzen Weg jetzt von hier aus laufen. Aber ist nicht so schlimm. Also. Wir machen jetzt den letzten Koloss. Beziehungsweise wir reiten da jetzt erstmal hin. Das könnte nämlich jetzt eine Weile dauern. Schön, dass Argo das auch alleine macht, dass wir da nicht so mit den Daumen so verrenken muss. Aber jetzt macht er nichts mehr. Jetzt muss ich das natürlich wieder steuern. Alle Bäume habe ich euch nicht gezeigt. Da ich ja selber vielleicht mal so selber so mal gucken müsste, was das angeht. Aber ihr habt in meinem Video schon viele, also die gesehen, die ich auch gesehen habe, entdeckt habe. So, und wir müssen jetzt nach dahin. Das heißt, wir reiten jetzt hier an der Seite lang. Von dem Koloss, sage ich euch schon mal vorab, werde ich mehrere Videos hochladen müssen. Weil das könnte länger dauern. Der Koloss ist ein bisschen anstrengender. Mal kurz. Handy am Steuer ist da so eine Sache. Das ist ein Mist. Hab mir mal kurz einen Timer eingestellt. Hier zum Beispiel, ich glaube, die Bäume haben wir nicht abgesammelt. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf. Ne, hier hättet ihr zum Beispiel noch einen Baum mit Früchten. Aber da jetzt die Zeit drängt, werde ich das überspringen. Ihr könnt den Baum meines Wegs mitnehmen. Ich tue es jetzt nicht. Denn wir reiten durch zum letzten Koloss. Jetzt gibt es keine Umwege mehr. Oh, okay, gut, hier geht's nicht runter. Das sah gerade nur so verdächtig nach. Hör auf zu wirren. Lauf. Okay. Das geht. Argo mag keine Steuernhänger, merke ich. Dann reite ich mal lieber hier gleich außen rum, bevor ich jetzt oben wieder lang laufe und dann doch da nicht mehr runterkomme. Achso, diese Perspektive hier. Es gibt ja die und dann gibt es die. Wenn ihr die L2-Taste gedrückt haltet,
dann zoomt er ein bisschen rein. Und so zoomt er halt ein bisschen raus. Und ich krieg gleich einen Anfall. Lauf doch einfach mal. Meine Fresse. Genau, hier müssen wir hin. Erinnert euch, hier sind wir so ein bisschen durchgekommen. Da ist zum Beispiel ein Schrein. Ist halt einer, den wir haben. Hier sind wir halt so durchgekommen. Und da auf der anderen Seite ist halt diese Wüste! Oh mein Gottness! So. Hier angekommen. Macht ihr bitte den hier. Wir haben eine Zwischensequenz. Abro. Steck doch auf. Und hier oben hätten wir dann auch den letzten Schrein. Und das müsste auch, glaube ich, die letzte Eidechse hier sein. Hast du schon gesehen, eine blöde Kröte? Das war ein Doppelpfeil, Alter. Das war böse, ich weiß, Leute. Das war böse. Und ihr seht, was ich für einen mega Balken habe. So. Da habe ich meine Trophäe auf der Suche nach Erlösung. So. Ja, ich habe das Spiel schon mehrfach durchgespielt und habe es nie geschafft, wirklich alle Schreine mitzunehmen, wenn mich das irgendwie noch nicht so ganz begeistert hat, die ganzen Dings mitzunehmen. Na. Schon wieder Erpelpelle. Oh Gott. An dieser Stelle ein Tipp. Wenn ihr die Treppe hochgeht, wie ich eben gegangen bin, versucht das Argo gerade auf diese Dings kommt, auf diese Brücke. Bewegt nicht den Stick. Drückt einfach weiter Viereck nach oben. Dreieck nach oben, Entschuldigung. Drückt einfach Dreieck nach oben, damit Argo weiterläuft. Also, bewegt nicht den Stick. Ich habe das damals gemacht und bin mit Argo zusammen abgeschmiert. Und bin mehrfach gestorben. Also versucht am besten gerade die Brücke auch anzuvisieren und dann durchzureiten. Den Rest macht das Spiel von ganz alleine, wie ihr gerade gesehen habt. So, jetzt müssen wir an unserem Lieblingsgestrüpp hoch hier. Und ihr seht, es ist ein Vorteil, wenn man einen sehr, sehr langen Ausdauerbalken hat. Deswegen als Tipp von mir, bevor ihr den letzten Koloss macht, seht wirklich zu, dass ihr alle Schreine zusammensammelt und guckt, dass ihr auch halt noch Bäume sucht, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Wallaburas. Dupsasa. Oh Gott. Jetzt habe ich mich selber aufgefangen. Okay, das war nicht geplant. Nochmal das ganze Spielchen. Wie gesagt, versucht alles an Echsen und Bäumen zusammenzusammeln. Weil ihr seht, mit so einem winzig kleinen Ausdauerbalken braucht man nicht beim 16. Koloss antreten. Es ist eine Höllenqual. Es ist eine Höllenqual. Es ist eine Höllenqual. So.
Ich habe nicht gesehen, dass es da, dass man abkommt da. So. Ich genieße mir das Ganze mit Vorsicht. So. Palim, palim, palim. Nebenbei habe ich meinen Uhrzeiger hier im Sinn. Im Blick. Wir haben noch ein paar Minuten. Und meine Damen und Herren, da hätten wir den 16. Koloss. Oh, das war ein tiefer Fall, aber ist ja nicht so schlimm. Der war mit langem Aus Lebensbalken. So, der wird da oben natürlich jetzt auf euch schießen. Deswegen müsst ihr mehr oder weniger von Deckung zu Deckung. Ist ein bisschen nervig alles. Aber nur so kommt ihr ran, weil wenn ihr aufs offene Schlachtfeld rennt, das bringt euch dann so gut wie gar nichts. Deswegen meint die Spielemacher, wir machen es den Leuten etwas leichter. Und so geht ihr jetzt von Deckung zu Deckung. Jetzt müsst ihr hier runter. Immer am besten immer so an der Kante entlang laufen. Das mache ich immer. Ihr seht ja im Dunkeln, das ist echt kritisch. Oh, jetzt kommt so eine Stelle, die ich so hasse. Dieses Überspringen. Wow, er hat es nach oben geschafft. Kumpel, hör auf. So, weiter. Und jetzt geht das ganze Spektakel gleich richtig los. Ich überlege gerade, wo ich lang muss. Wartet. Ich weiß gerade auch nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ja, doch, wir müssen da hoch. Passt schon. Irgendwie wird sich der Kollege mir gerade nicht festhalten. Spending alle Tasten. Oh Mann, ey, Scheiße hier. Hör doch auf zu schießen. Ich will sie einfach nicht mehr. Nein, ich komme hier an dieser Ecke nicht hoch. Was ist das für eine Scheiße? Ah, nicht schon wieder. Ah, lass mich hier runter. Nein! Oh.
ein Hochhaufen Gesundheitsbalken. Ui. So, meine Lieben. Und damit wären wir unter dem fetten Ding. Damit sage ich, lasst euch in der nächsten Folge überraschen, denn in der nächsten Folge geht es an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten erstmal und sage bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge und dann geht es weiter. Das war jetzt erstmal dieser Weg zum Koloss hin. Alles weitere folgt in den nächsten Videos. Und damit sage ich, ciao, ciao, bis dann. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat.